Make-up von
Diese Lichterkette mit 10 roten Sternchen und zum Glück auch ja, mit Stecker, also nicht batteriebetrieben. Ich wollte unbedingt etwas, das man normal in die Steckdose stecken kann. Und ja, finde ich einfach wundervoll. Kann ich dir jetzt leider nicht mehr so zeigen, weil es oben bereits schon befestigt ist. Aber es sieht auf jeden Fall wunderschön aus. Sollte ich danach noch dran denken, filme ich vielleicht einen kleinen Clip von der Lichterkette. Aber solltest du bei Instagram sein, kannst du es da auch in einem kleinen Video sehen.
Streifen, die keine Zusatzstoffe drin haben können.
welches Bundesland das ist. Müsste irgendwo im Norden sein, vielleicht Niedersachsen oder so. Hat die Postleitzahl beginnend mit der 2, also immer eher im Norden, die niedrigen Zahlen 29581, glaube ich, Bolsen. Straße. So sollte ich mir
Ich hatte mir vor ein paar Tagen, als
Selbst gönnen willst, du sie dir
Fußboden sackt und dann ist der Duft weg. Aber das hier kommen wirklich nur die feinsten, leichtesten Duftmoleküle in die Atmosphäre. Kiefer.
Sie haben auch Massageöle. Ja, das hier ist natürlich entsprechend teuer, aber doTERRA ist noch teurer. Vielleicht auch noch hochwertiger, ich weiß es nicht. Das hier kostet, glaube ich, unter 30 Euro. Aber wie gesagt, das klingt jetzt viel. Aber man nimmt es nur sehr sparsam, weil es sehr, sehr intensiv duftet. Ein leicht zitrischer Rosenduft ist nicht mein absoluter favorisierter Rosenduft. Es gibt noch andere Rosendüfte, die ich noch mehr mag. Aber das ist das, was man, glaube ich, am meisten im Handel bekommt. Rosenöl braucht man unglaublich viele Rosenblätter. Also für so ein Öl braucht man tonnenweise Rosenblätter, bis man da was rauskriegt. Deswegen ist es auch so teuer. Also absolut verständlich. Und normale Parfums aus dem Laden, die sprühe ich nur meine Haare. Aber ein reines Rosenöl, das verwende ich direkt Haut, am Hals, hinter den Ohren oder eben auch mal hier am Puls, am Handgelenk. Da habe ich auch überhaupt keine Reaktion, also nichts Allergisches oder so. Ja, und jetzt kommen wir noch abschließend zu meinen Lieblingsparfums, die ich momentan verwende. Und zwar haben wir da einmal also den Sonnennektar von Guerlain Paris. Das habe ich schon mal vorgestellt in einem Video. Das ist alle Düfte, die ich jetzt gerade vorstelle, sind drei insgesamt, sind meine neuesten Düfte, automatisch sogar auch. Also meine Favoriten sind aktuell meine neuesten gleichzeitig. Hübscher Flakon, sehr speziell und einzigartig, super schön, ist nicht ganz so sauber, aber auf solchen Flakons sieht man einfach immer jedes Staubkörnchen und jeden Fingerabdruck, so ist das nun mal. Die süße kleine drauf. Total niedlich. Sehr, sehr schöner Flakon. Den Duft habe ich gerade drauf. Ist ein sehr pudriger Duft. Pudrig. Ich weiß nicht, ob ich ihn blumig einordnen würde zusätzlich. Für mich ist er sehr, sehr pudrig einfach. Pudriger Duft, so wie ein Make-up-Puderduft. Soll aber, glaube ich, laut Internet auch floral sein. Gelbe Schrift auf weißem Hintergrund, nicht so schlau. Kann ich jetzt auch nicht so gut lesen. Und ich glaube, da ist auch kein dabei. Das eine ist Französisch und das andere ist Englisch. Und dann als nächstes zusammengehalten wird, haben sie leider nicht so schlau gelöst. Zumindest wenn man sein Parfum langfristig in der Verpackung aufbewahren möchte, sodass das Parfum so lang wie möglich hält, dann ist das nicht so eine gute Lösung. Aber den Duft liebe ich auch sehr. Also die drei Düfte, die ich dir heute zeige, die
Geburtstagsgeschenke-Video. Das ist einfach Magie, Zauber. Einfach wunderschön. Das ist für mich einfach ein... Wow, was für eine Kreation, oder? Was für eine Flakon-Kreation. So würde er dann im Regal liegen, weil er natürlich auf der Spitze nicht stehen kann und würde ihn dann eher schräg zu liegen haben, was mich persönlich stört. Aber ich habe ihn sowieso in der Verpackung. Es wurde mir immer wieder mal, habe ich das mal gehört, dass es besser ist, sie im Karton aufzubewahren. Und ich dachte mir dann immer, wie blöd. Sieht man diese wunderschönen Schmuckflakons gar nicht. Aber es macht einen so großen Unterschied in der Haltbarkeit, das kann ich dir nicht sagen. Es ist unfassbar, wie viel länger sie so halten, also so duften, wie sie ursprünglich geduftet haben. Oh, ist das ein schöner femininer Duft. Der ist leicht fruchtig und leicht floral. Mit einer leicht süßlichen Note. Ja, süß. Das Süßliche ist auf jeden Fall eindeutig da. Und fruchtig. Aber auch ein bisschen floral im Hintergrund. Und selbst der Deckel ist total schwer. Ich glaube, das könnte Acryl oder so sein. Es fühlt sich fast an wie Glas. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch Glas ist. So schwer. Ist auf jeden Fall kein gewöhnliches Plastik. Ich kann es echt nicht sagen, aber ja, es ist, glaube ich, Kunststoff, Acryl. Toller Duft. Und das Krasse ist, der war nicht mal sehr teuer. Wahnsinn. Also für die Füllmenge. Ist auch sehr schön. Das sind 75 Milliliter. Also ich glaube, das waren auf jeden Fall, ich will nicht lügen, aber ich traue es mich nicht zu sagen, nicht, dass ich komplett daneben liege, ob es noch unter 40 Euro war, aber es war auf jeden Fall unter 50 Euro. Ja. Und ich finde, fast schon Nude, also Hautton, finde ich auch sehr schön gewählt. Sieht sehr edel aus. Und dann haben wir auch noch ein bisschen Metallic Farbe hier oben bei dem Lady. Bei dem Lady und der unteren Reihe. Der Rest ist schwarz. Schwarz. Es wurde auch in Frankreich hergestellt. Mont Blanc. Mont Blanc heißt Weißer Berg. Und das letzte wundervolle Parfum, das ich zum Geburtstag von meiner wundervollen, lieben Freundin Carina bekommen habe. Das ist der zweite Duft, den sie mir dieses Jahr geschenkt hat, sogar aus dieser Reihe. Das ist dieses wundervolle Parfum. Chloé. Eau de Parfum, 50 Milliliter.
26 €, dieser kleine Flakon. So.
Jetzt schon.